back from the dead. Donnerstag, 12. Dezember 2019 und willkommen zur neuen Episode des Rocket League Item Shops. Und heute sind ein paar richtig krasse Sachen drin, deswegen würde ich sagen, schauen wir mal direkt rein. Und zwar oben angefangen bei den Featured, wir haben nämlich zwei neue Featured-Sachen dabei. Holy shit, hört euch das mal an. Wir haben tatsächlich die Dracos drin und zwar in Crimson. Die sind richtig nice, die überlege ich mir wirklich zu holen. Ich habe die nämlich in Weiß und in Crimson sind die richtig nice. Und ihr seht auch schon angepasste Preise, 900. Und das geht eigentlich klar, muss man sagen, für Crimson Dracos. Auf jeden Fall, würde ich sagen, vom Preis her. Hammerreifen, ohne Spaß. Also große Empfehlung geht auf jeden Fall raus an die Crimsons. Richtig nice, an die Dracos, absolut nice. Und wir haben einen Black Market drin, und zwar Hellfire für 2000, was auch richtig nice aussieht, muss man sagen. Wird das nochmal wiederholt jetzt hier? Ja. Absolut nice, 2000 dafür. Also Black Market drin und die Dracos. Und bei den Dailies hat sich auch was getan. Wir haben da die Spirales drin. Da hatten wir ja letztens die Special Edition von. Es gibt ja jetzt so neue Spirales. Hier sind aber die normalen Spirales in Pink. Die passen auch ganz gut zu dem Wagen jetzt zum Beispiel. 300 Credits kostet das Ganze. Dann haben wir Candy Cane. Das ist der Trail hier für 200. Passt ganz gut zur Weihnachtszeit. Dann haben wir die Yuzos in Standard für 200 drin. Wir haben den Torrent Rocket Boost. Der sieht auch... Was kommt da raus? Das Wasser? Wasser? Eis? Ich bin mir nicht sicher. Sieht aus wie Wasser, ne? So Hydro. Ja, sieht aus, als wenn es so ein bisschen splashen würde. Weiß nicht. Finde ich ein bisschen zu groß vielleicht. Dann haben wir Hot Rock drinne für 200 Credits. Der Trail. Und dann haben wir noch ein Breakout Decal drinne. Reindeer passt natürlich auch perfekt, ne? Für die Weihnachtszeit hier. Ich bin mir gar nicht sicher bei dem Torrent hier. Ist der neu? Bin mir nicht sicher. Sieht nämlich irgendwie ein bisschen neu aus. Zumindest habe ich ihn noch nie gehabt, glaube ich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, der ist gar nicht... Ich glaube, der ist neu. Bin mir nicht sicher. 200 auf jeden Fall nur. Ja, ja, und dann gucken wir nochmal in den E-Sport-Shop rein, denn da hat sich auch einiges getan. Wir fangen hier auf der linken Seite an. Energy ist drin für ein Octane. Auch eines der beliebteren, würde ich sagen. Neben vielleicht Ghost oder Cloud9. Dann haben wir Mouseboard drin. Also könnt ihr euch aussuchen. Beide ungefähr dieselbe Farbgestaltung. Mouseboard oder Energy. Für 300 jeweils. Dann haben wir einen Player-Banner drin von Dignitas. Dann die G2 AMR. Die finde ich nicht so nice, muss ich sagen. Und dann haben wir zweimal Apex drin. Zum einen von Cloud9. Passt ganz gut. Wir hatten nämlich letztens die Cloud9 Decals dann. Zum einen für den Dominus und dann auch für den Octane. Und von Rogue, die Apex sind auch drin. Beide nicht gepainted, beide Standard, beide aber so hellblau, weil es natürlich zu dem Team immer passt, wie gesagt. Also hier geht das Highlight, würde ich sagen, raus an die Apex von Cloud9. Und hier geht das Highlight raus an die Dracos, und zwar an die Crimson, die richtig, richtig geil aussehen, muss man sagen. Also lohnt sich auf jeden Fall, Highlight geht raus. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist, was ihr euch kaufen würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool findet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.